Na, Johnny, mein Freund, gefällt dir mein neuer Stuhl? Du schläfst ja so tief, du wachst ja gar nicht mehr auf, wenn ich mit dir spreche. Ja, tust einfach so. Ach, süß, da lässt er seinen Fuß raushängen. Du tust einfach so, als wäre ich nicht da. Aber leider musst du jetzt vom Stuhl aufstehen. Gille, 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 gille. Boah. Yo, Freunde, was geht ab? Hier ist wieder euer Johnny Hunt und heute gibt es den zweiten Teil mit dem Stretch Armstrong. Er ist auf jeden Fall immer noch sehr flexibel. Link zu dem Stretch Armstrong ist selbstverständlich in der Beschreibung und wir werden da gleich mal mit der Armbrust drauf schießen. Ich bezweifle sehr stark, dass er das überleben wird. Ich werde ihn hier einfach so hinstellen und damit er wenigstens. Hallo, bleibst du denn da stehen? Was ist los mit dem? Der hat schon weiche Knie, der hat ganz schön Angst, wie es aussieht. Also, damit er wenigstens eine kleine Chance hat, nehme ich hier meinen Schleim, der übrigens sehr nice furzt. Ja, und ich werde ihn damit bedecken, sodass er noch zusätzlich einen kleinen Schutz hat. Verdammt, das Ganze will irgendwie nicht halten. Schaut euch mal an, wie er da so rumliegt. Ich stelle ihn nochmal auf. Und wenn das jetzt schon wieder nicht hält, werde ich einfach ihn da dran festnageln. Aber so sollte es funktionieren, meiner Meinung nach. Der hat echt weiche Knie. Wir werden da jetzt mit der Armbrust draufschießen. Und ich glaube, trotz Schleim wird das auf jeden Fall durchgehen. Und dann schauen wir uns mal an, wie er so von innen aussieht, was sich in ihm befindet. Okay, es geht los. Ich hoffe, ich treffe beim ersten Versuch. Oh, das war knapp über seinen Kopf hinausgeschossen. Noch ein Versuch. Ah, Volltreffer. Tja, der Pfeil steckt fest, wie es aussieht. Ich befreie ihn erstmal vom Schleim. Der Schleim hat ihn auf jeden Fall nicht beschützt, aber wenigstens muss er nicht zuschauen, wie der Pfeil auf ihn zufliegt. Ansonsten, schaut euch das mal an. Der Pfeil. Ich meine, der Bolzen, selbstverständlich. Wow, schaut euch das mal an. Der Bolzen ist reingegangen, aber nicht durch. Ich hole ihn mal vorsichtig raus und die Spitze steckt fest. Das bedeutet, wir müssen ihn operieren, um die Spitze wieder rauszuholen. Keine Sorge, Freunde. Ich bin zwar kein Arzt, aber ich habe jede Menge Folgen Scrubs geschaut und ich weiß, was Ärzte machen. Nehmen wir uns hier das Messer und versuchen ihn hier einfach vorsichtig aufzuschneiden. Ich denke, das sollte auf jeden Fall klappen. Und es fühlt sich auf jeden Fall dahinter sehr hart an. Und dann klappen wir das einfach auf und dann werden wir schon sehen, was sich in dem Stretch Armstrong innen drin befindet. I, das sieht ein bisschen eklig aus. Und ich halte das mal hier mit diesem Bolzen fest. Wenn man das anpackt, es fühlt sich einfach so an wie Honig. Aber nicht wie normaler Honig, sondern Honig, der schon fest ist. Aber wenn man drauf drückt, ist er dann doch nicht fest. Suchen wir mal nach der Spitze des Bolzens. Irgendwie ist sie gar nicht mehr da. Das heißt, wir müssen ihn noch weiter aufschneiden. Das fühlt sich irgendwie eklig an da drin. Hallo? Sie ist irgendwie gar nicht mehr da. Also ich frage mich wirklich, was das hier für ein Material ist. Wenn man das jetzt auseinanderzieht, zieht sich das immer wieder zusammen. Ich rieche mal dran. Riecht eigentlich nach gar nichts. Und da hinten seht ihr sogar auf der anderen Seite die Spitze. Ich weiß gar nicht, die ist einfach so nach da hinten gerutscht irgendwie. Naja, anscheinend kriege ich die nicht raus. Wir schneiden ihn nochmal hier sein Bein auf und schauen da rein. Ups, jetzt haben wir es abgerissen. Das sieht ein bisschen eklig aus. Schaut euch mal die Konsistenz an. Irgendwie wie Kleber oder wie Honig, aber irgendwie auch fest. Ich weiß nicht. Sehr komisch. Und sein Kopf, der ist auf jeden Fall, da ist nichts drin. Ist einfach nur fest und drauf gemacht. Gut, Freunde. Ich hoffe, die OP hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr empfandet das nicht als allzu schlimm. Lasst einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Wir sehen uns. Euer Johnny Hunt. Ciao.